Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Buchtipp. Ich lese gerade so viel und ich bin so dankbar darüber, dass ich das in der Corona-Zeit wieder so toll in meinem Alltag auch integrieren konnte. Und ich habe in wenigen Tagen ein ganz, ganz tolles Buch gelesen, was ich, kennt ihr das, wenn man nicht aktiv eigentlich nach einem Buch sieht, ersucht, aber dann sieht man ein Buch und es spricht einen sofort an. Und so war das bei diesem Buch. Und zwar geht es um dieses Buch hier. Das ist von Sarah Desai. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Leb das Leben, das du leben willst. Lass dich inspirieren zu mehr Mut, Ehrlichkeit und Soul Power. Und ich kannte sie vorher auch überhaupt nicht. Also sie hat wohl einen sehr, sehr bekannten Podcast, der bis dato unbekannt war, den ich aber tatsächlich nach den ersten Seiten sofort abonniert habe, jetzt auch regelmäßig höre und ihr auch auf Instagram folge. Der Podcast heißt The Mindful Sessions, falls ihr da gleich auch mal reingucken wollt. Ich glaube, das ist auch ganz cool, um so einen Eindruck von ihr zu bekommen. Denn ich finde sie im Podcast, klar, wenn man jemanden hört, das hat nochmal einen viel kräftigeren Eindruck, als wenn man ein Buch liest. Also da finde ich sie noch viel authentischer und näher. Aber ich fand sie auch hier in dem Buch schon mega. Und bei so Büchern über das Thema Persönlichkeitsentwicklung, da ist es auch immer, finde ich, aus meiner Erfahrung so eine Geschmackssache. Mit manchen Leuten kann ich mich mega gut identifizieren, kann das annehmen, was sie da sagen. Und es ist für mich auch logisch nachvollziehbar und ich bin da auch wirklich tatsächlich inspiriert und auch motiviert, davon was umzusetzen und auszuprobieren. Und es gibt dann wiederum auf der anderen Seite so Sachen, die ich lese, mit denen ich mich halt einfach nicht identifizieren kann. Oder manche Bücher sind auch so umständlich formuliert, dass mir die Lust am Lesen vergeht, weil ich es tatsächlich auch anstrengend finde, das zu lesen. Und hier war das aber gar nicht so. Also von der ersten Sekunde an war ich von ihrer Geschichte gefangen, habe mich in Teilen davon wiedererkannt und wollte natürlich wissen, wie ihre Geschichte weitergeht. Und das Schöne ist, sie nimmt einen in diesem Buch mit auf eine Reise. Die Reise beginnt bei unserer Vergangenheit, die wir uns halt erst anschauen, was ich halt auch in meinen Coachings immer wieder sage, dass wie wir uns heute verhalten, wie wir heute denken und fühlen, das ist begründet in unserer Vergangenheit. Ich bin kein Freund davon, die komplette Kindheit nochmal umzukrempeln, nochmal aufzuarbeiten, aber gewisse negative Glaubenssätze, das innere Kind, das muss man sich einfach angucken, um weiterkommen zu können in seiner Zukunft. Ne? Also man geht mit ihr in diesem Buch von seiner Vergangenheit, dort startet die persönliche Reise in die Gegenwart, wo es dann natürlich um so Sachen geht wie Selbstliebe und Achtsamkeit, um dann in die Zukunft zu kommen und zu schauen, wie kann ich mir denn die Zukunft gestalten, kreieren, leben, die ich mir tatsächlich wünsche. Und ich bin auch so ein Verfechter davon zu sagen, du bist der einzige Mensch, der die Macht hat, das Leben zu leben, das du dir wünschst. Niemand anderes kann dir sagen, wie du dein Leben zu leben hast. Du darfst entscheiden, wie du leben möchtest. Und das Leben, das ist so ein großartiges Geschenk, das vergessen wir immer wieder, dass wir auf dieser Welt sein dürfen, dass ich jetzt den Sonnenschein sehen kann und die grünen Bäume und den blauen Himmel, dass ich das erleben darf. Und ich verschwende doch dieses Leben nicht, indem ich jeden Tag todunglücklich in meiner Beziehung oder in meinem Job bin oder einfach keine Freude mehr empfinden kann, weil mir das verloren gegangen ist. Sondern dieses Leben möchte ich doch auskosten. Und das möchte ich doch genießen und dann möchte ich es doch so leben, wie ich mir das vorstelle. Weil nur dann wird es schön, wenn du dein Leben so lebst, wie du dir das vorgestellt hast. Und ich fand das ein sehr inspirierendes Buch. Ich habe mir auch einiges davon einfach mitgenommen an Übungen oder an Denkansätzen, die mir so auch neu waren oder die ich einfach so schön ehrlich fand und authentisch fand, ohne dass sie jetzt jedes Fitzelchen aus ihrem Leben erzählt hat. Aber das, was sie erzählt hat, hat halt angesprochen. Und ich würde euch einmal nochmal die Rückseite vorlesen. Und wie immer verlinke ich euch das Buch natürlich unten in der Infobox. Ist ein Taschenbuch und hat 250 Seiten. Was wäre, wenn du deine Ängste und Zweifel einfach hinter dir lassen könntest? Wie wäre es, wenn du dich traust, ein mutiges und erfüllendes Leben zu führen, ganz egal, was andere von dir denken. Sarah Desai hat als Coach und mit ihrem erfolgreichen Nummer 1 Podcast The Mindful Sessions schon unzähligen Menschen dabei geholfen, ihre Vision zu erkennen und aktiv zu leben.
In diesem Buch begleitet sie dich auf eine inspirierende Reise zu dir selbst. Von deiner Vergangenheit über die gegenwärtige Situation bis hin zu zukünftigen Zielen. Schritt für Schritt zeigt die Autorin, wie du dich mit dem inneren Kind aussöhnst, deine aktuellen Gedanken und Emotionen positiv beeinflusst und die Zukunft so gestalten kannst, wie du sie dir wünschst. Das alles geschieht ohne starre Regeln oder falsche Versprechen. Sarah Desai ermutigt dazu, den eigenen authentischen Weg einzuschlagen. Zahlreiche heilende Meditationen, kurze Achtsamkeitsübungen und konkrete Coaching-Tipps helfen dir dabei, dich selbst in einem neuen Licht zu sehen und endlich den großen Schritt Richtung Freiheit zu gehen. Du hast es selbst in der Hand. Lass los, was du nicht mehr brauchst und entfalte dein ganzes Potenzial. Und das ist auch nochmal so schön geschrieben und das ist auch, wie ich in meinen Coachings rangehe. Nicht jedes Coaching-Tool ist für jeden geeignet. Oder nicht jedes Coaching-Tool ist in dieser Zeit, in diesem Moment geeignet. Also das hatte ich auch jahrelang, dass ich wusste, EFT tut mir gut und EFT sollte ich öfter nutzen. Ich habe einfach nicht geschafft, da eine Routine zu integrieren. Aber jetzt nach 2 Jahren, seit ich dieses Tool kenne, habe ich es endlich geschafft, das für mich zu integrieren. Manchmal ist einfach noch nicht die Zeit und manchmal ist man auch einfach nicht der Typ für eine bestimmte Sache. Für manche Leute ist Journaling ganz, ganz toll, für andere zum Beispiel nicht. Und da halt auch diese Einladung zu geben, probier es halt einfach aus und guck, ob es was für dich ist oder nicht. Und es ist halt wirklich so gestaltet, dass sie auch im Buch, ich hatte doch hier gerade so eine Seite, im Buch direkt ausfüllen könnt und mitschreiben könnt. Und die Meditationen, von denen hier geschrieben steht, die könnt ihr euch auch downloaden. Also die gibt es dann auch als Audiodatei, weil ich mag das immer nicht. Ich finde es ja ganz nett, wenn die Meditationen da im Buch drin stehen, aber ich hätte es dann schon gern als Audio und das wurde hier tatsächlich gemacht. Das könnt ihr euch dann beim Verlag herunterladen und zusätzlich nutzen. Also eine große Buchempfehlung von mir. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ihr findet alle Infos zum Buch unten in der Infobox und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!